Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Goldanstieg bei Gold auf über 1700 Dollar nach Retest. Disclaimer. Goldanstieg auf über 1700 Dollar nach Retest. Gold testet nach dem Ausbruch am vergangenen Freitag erneut das obere Rand des Kanals und hat heute beim zweiten erneuten Test mit 1639 des absteigenden Kanals gehalten und stieg bis Handelsschluss auf 1655 Dollar. Gold könnte in den kommenden Tagen über die Marke von 1700 steigen, um sich nach einem Ausbruch über das vorherige Hoch von 1729 in den kommenden Tagen vorzubereiten. Silber und die GDXJ treten heute ebenfalls wieder ins Plus. Die Volatilität bleibt aber noch erhalten und dient der weiteren Verunsicherung der Anleger. Goldaktien bieten immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau Einstiegschancen, die man nutzen sollte. Ja, wie gesagt, wir sind auch noch vor diesem Meeting. Da kann es sicherlich noch mal eine heftige Drückung geben am 2. November. Das muss man sehen. Vielleicht ist aber auch der Retest auch schon mit dem heutigen Tage vorübergegangen. Das muss man abwarten. Jedenfalls müssten Sie nochmal mit einer Preiserschütterung rechnen. Und danach sollte es dann relativ zügig Richtung 1700 und 1729 gehen, wie dieser Analyst hier anzeigt. Ja, Gold, Projektgenerator Kanada, 5 Millionen Marktkapitalisierung, Risikostufe Gamble. Sehr hohes Risiko also. Die haben mehrere Projekte, circa fünf Projekte. Zum einen das Root- und Cellar-Projekt mit 12.000 Hektar. Das liegt innerhalb des geologischen Avalon-Terrains und wird in erster Linie auf eine epithermale Gold-Silber-Mineralisierung erkundet, obwohl es auch starke Anzeichen und Potenzial für Porphyrie-Kupfer gibt. Das Grundstück befindet sich in der Nähe von Marystown und Creston auf der Borin-Halbinsel. Hochgradiges Kupfer in einer Porphyrie im Umkreis von 2 Kilometer. Und das aus dem Conquest-Goldsystem bei Creston, also die hatten 47 Gramm pro Tonne bis 111 Gramm pro Tonne Gold. Die Daten haben ein sehr großes epithermales Gold-Silber-System in der Conquest-Zone in Rott und Zeller definiert. Ja, das Ganze ist noch relativ wenig exploriert, aber es ist einfach sehr interessant, was die auf den Nachbargrundstücken haben, hier wie auf den Conquest-Goldsystem. Sie sind hier, wie Sie sehen, Sie sind auf dieser Borin-Halbinsel. Das ist hier im Südosten von Neufundland. Wie gesagt, die haben noch mehrere Projekte, zeichnen auf der anderen Seite. Schauen wir uns erstmal den Chart an. Sie sehen, das ist auch schon mal sehr, sehr hoch gegangen, also von 2018 auch so vom ungefähr jetzigen Niveau bis auf fast 1 Dollar 2020 und hat seitdem die Gewinne abgegeben. Aber die Projekte sind auf alle Fälle noch da und es ist wirklich sehr viel, sehr hochgradiges Gold in einer guten Jurisdiction sehen. Sie haben, denke ich mal, einige Finanzierungsprobleme, können teilweise Projekte nicht bearbeiten. Deswegen sind sie auch abgestraft. Aber das ist unter Umständen auch ganz die große Chance. Wo gibt es im sicheren Rechtsgebiet mit solchen hochgradigen Gold solche Schnäppchen zu machen? Das ist nur in der jetzigen Zeit und das dürfte auch nicht lange anhalten. Schauen wir uns die anderen Projekte an. Das ist das Short Rock Grundstück mit 30.000 Hektar. Entdeckung eines großen Goldhalligen-Epithermalsystems innerhalb von we wenigen 100 Meter von Trans-Kanada Highway entfernt. Hochgradiges Gold im Jungfern-Vorburg-Programm durchschnitten. 4,2 Gramm pro Tonne Gold, 3 auf 3,15 Meter, einschließlich 22 Gramm pro Tonne Gold auf 0,4 Meter. Hochgradiges Gold und Silber. 12 Gramm pro Tonne Gold auf 2,45 Meter, einschließlich 17,3 Gramm pro Tonne Gold auf 1 Meter. Also wirklich überall hochgradige Bohrungen. Und das Short Rock sitzt hier, das sehen Sie unten, sitzt auf Nova Scotia. Und dann haben Sie eben noch diese weiteren, überall wo diese gelben Punkte sind, sind auch noch Ihre Projekte, das Grand Pavas-Projekt. Sitzt hier auf, ich denke mal, das Quebec hier auf dieser Landzunge.
Dann dort ist ein 9 Kilometer langer Abschnitt, Goldnackerzonen gefunden im Abbau des Grundstücks. Wie gesagt, alles wenig exploriert, denn das Huckleberry Property, die Hauptmineralisierung, nimmt stetig an Mächtigkeit zu. Das ist hier Quebec oder das ist schon Labrador, wie auch immer. Und da gibt es eben diese PGE-Metalle, das heißt Metalle der Platinumgurke und Nickel. Haben sie auch noch viel Potenzial zu explorieren. Und dann haben sie noch das Idefex-Gebiet, das Oberflächenproben, einschließlich Schlitzproben mit bis zu 16 Gramm pro Tonne, PGE-Metalle, also Platinmetalle und Gold. Also sehr interessant. Und das sitzt auch hier ganz oben, wie Sie sehen können hier. Also eine Quintessenz, das ist ein typischer Gamble. Mit allerdings sehr großen Ressourcen. Sie müssen sich das einfach vorstellen, wenn wir eine Goldmania mal haben sollten und die Welt ist verrückt nach Gold und Silber oder auch anderen Edelmetallen, dann werden solche Projekte meines Erachtens bewertet. Im Augenblick überhaupt nicht, weil der Markt denkt, ja, bis die dann, sage ich mal, in die Produktion kommen oder die Projekte vorantreiben. Und das also wirklich null Euphorie und man erwartet ja eher, dass es weiter abwärts geht. Wichtig ist, wir brauchen Anstieg über Gold 2000 in den nächsten Monaten, 3, 6 Monaten, denke ich mal, sollte das gehen. Dann vielleicht geht es bis 2,3, 2,4 und dann könnten eben solche Goldaktien zumindest in jedem Fall das alte Niveau, also jetzt vielleicht von irgendwo 10, 15 Cent auf Richtung 1 Dollar erreichen und wenn dann die Mania eintritt, auch in den Mehrdollarbereich 2, 3, 5. Who knows, in welche Richtung das geht. Also meiner Meinung nach sehr interessantes Unternehmen. Wie gesagt, man überachte die Risikoklasse, Gamble, hohes Risiko. Das Management kann alle möglichen Fehler machen. Es kann Übernahmen geben oder auch einfach Pech mit Bohrergebnissen etc. Nichtsdestoweniger absolut günstig, absolut billig, aber wie gesagt, gleichzeitig keine Kaufempfehlung. Goldaktien-Bullmärkte 1970er Jahre. Hier können Sie mal sehen, wohin es mit solchen Penny-Stock-Aktien unter Umständen gegangen ist. Ob die das jetzt in der Breite auch so schaffen, wird man sehen. Aber einige Anzeichen dafür gibt es. Und zwar, einer der Hauptanzeichen ist, dass diese Goldaktien im Vergleich zu den 1970er Jahren, wo das aufgetreten ist, sind unverhältnismäßig günstiger im Verhältnis zu Gold. Also das ist wirklich ein absoluter Sonderfall, dass die Goldaktien auch zu diesen 1970er Jahren so günstig sind. Und schon damals sind sie fast um das Tausendfache gestiegen. Wenn jetzt Gold wirklich drehen sollte über 2000, 2300, kann es sein, dass sie wirklich einen riesen, riesen Satz machen und vielleicht in die Nähe dieser Bewertung kommen, obwohl vielleicht Gold am Ende nur um 40% oder was auch immer steigt. Ja, also was kann man jetzt noch tun? Ich hatte es schon erwähnt. Im Grunde genommen solche Penny Stocks mit großen Ressourcen kaufen, natürlich verteilen. Man ist da nie mit drin. Man muss es sich auch weiter eine Watchlist machen und gegebenenfalls gut performen, eben mit großen Ressourcen etc. Gegebenenfalls nachkaufen. Und so nähert man sich meiner Meinung nach im Endeffekt dem positiven Gesamtergebnis mit an. Und vielleicht sind ja dann solche Aktien damit bei, wie hier die oben erwähnt. Der 1000-Becker-Report. Wir versuchen, solche Aktien zu identifizieren, sortieren das Ganze nach moderatem und sehr hohem Risiko. In der Excel-Strategie ist auch enthalten, also was Sie investieren sollen, wenn der Boom vorbei ist. Bei Interesse kann ich Ihnen auch gerne einen Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung auch anbieten. Das Ganze finden Sie alles verlinkt im Anhang unten bei YouTube. Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Das ist ein Unternehmen, das eigentlich immer an Gold und Silber gekommen, bietet eigentlich in die Markt wirklich sehr günstige Preise an und ist vielleicht die Lösung jetzt hinsichtlich des Mehrwertsteuerdilemmas auf den Silbermünzen, dass sie im Grunde genommen hier ohne Mehrwertsteuer das kaufen können im Freizolllager und möglicherweise, wenn sie dann Gewinne gemacht haben mit Silber, verkaufen und innerhalb des Zollfreilagers dann in Gold wechseln und sich das dann auszahlen lassen. So umgehen sie beispielsweise generell den, der Steuer auf Silber, nimm aber den Anstieg mit.
Und im Grunde genommen muss man ja auch so sehen, Silber ist wirklich eher das Metall für den drastischen Anstieg. Das wird irgendwann Feuer aufnehmen, es wird total übertreiben und dann ist auch ein gefährliches Investment. Und solche Silberrückgänge können dann auch sehr schmerzhaft sein. Und vielleicht jetzt, dass von der Euphorie total hochgetrieben ist, kann sowas auch um 50% fallen. Und da schützt man sich, sage ich mal, mit dem Wechsel in Gold etwas, wenn man diese Gewinne dann, die Silbergewinne zum Beispiel in Gold gewinnt. Und da bietet sich vielleicht so ein Zollfreihandel an. Sicherlich mal einfach mal interessant, sich anzusehen. Generell, bevor Sie überhaupt physische Edelmetalle kaufen, einfach die Vergleichsportale nutzen, wie gold.de. Nützliche Informationen, Kontakt. Mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten, ist da vermerkt, welchen Broker in der Schweiz, wo können Sie Edelmetalle einlagern in der Schweiz und Liechtenstein, Langfristcharts von Gold, Silber, Uran, anderen wichtigen Rohstoffen, Goldaktienindex, GDX, GDXJ, Goldaktien, Goldratio, es ist verlinkt, Buch über Goldaktienbewertung, weitere interessante Goldaktienseiten, COCA, ein Diskussionsforum aus der englischsprachigen Welt, weitere Informationen und Verlinkung von guten Chartisten beziehungsweise Videos von Experten wie Uwe Bergold. Wenn Sie generell Zustellungsprobleme, Rückfragen oder Anregungen haben, stehe ich Ihnen unter der angegebenen Telefonnummer zur Verfügung oder auch per Mail. Sobald es mir zeitlich möglich ist, würde ich mich dann bei Ihnen zurückmelden. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, damit Sie über neue Videos, die gerade hochgeladen werden, sofort informiert werden. Also nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.